Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Infovideo zu Watch Dogs 2, zu meinem Let's Play. Irgendwie ist der Gott der Let's Player oder was auch immer, der Computerspieler, mir gerade nicht hold. Und zwar habe ich zwei Probleme. Das erste Problem war, dass mir in der Aufnahme, mitten in der Aufnahme, nachdem ich die letzte Folge abgedreht habe, also mit dem Zodiac, danach habe ich neu angefangen, also neue Session gestartet. Und da ist mir mitten in der Aufnahme ist mir der Computer abgestürzt. Also er hat sich festgefroren und ich konnte wirklich nur mit Computer aus wieder und Computer aus und wieder Computer an neu starten. Das Problem ist, die Daten sind nicht zu retten, deshalb ist die Zodiac-Mission komplett für den Arsch. Das zweite Problem war, ich habe dann wieder eine neue Aufnahmesession gestartet, habe 5 Folgen aufgenommen und habe hinterher festgestellt, dass die Tonspur leider, meine Tonspur leider im Arsch ist. Das Problem ist, ich kann es auch nicht nachsynchronisieren, weil ich den Fehler gemacht habe und habe mit Shadowplay nicht nur das Video aufgenommen, sondern auch meine Tonspur. Normalerweise nehme ich mit Shadowplay das Video auf und mit Outer City meine Tonspur, dann kann ich es ja noch bearbeiten und beim Rendern packe ich das alles zusammen. Leider habe ich, ich muss noch kurz ausholen, am Anfang des Videos mache ich zum Synchronisieren, mache ich beides an, also mache ich auch bei Shadowplay die Tonspur an, also die Tonaufnahme und mache Outer City an, dann klatsche ich 3-4 Mal, dass ich ihn habe und dann mache ich immer die Tonspur aus. Leider habe ich diesmal vergessen, die Tonspur auszumachen. Das heißt, ich habe 5 Folgen, die sich echt kratzig anhören. Das werdet ihr dann mit der Folge, die heute kommt, feststellen. Deshalb habe ich mich entschlossen, die 5 Folgen als eine Folge hochzuladen. Ich werde es noch rendern, damit es ein bisschen kleiner wird. Ich glaube, dürften jetzt 40 GB sein oder so. Das lädt ja 3 Tage hoch. Und werde die Pausen, die ich zwischen den Folgen gemacht habe, weil ich habe da immer so 1-2 Minuten Pausen gemacht, habe aber die Aufnahme weiterlaufen lassen, die werde ich noch rausschnippeln und werde das als eine Folge hochmachen. Dann habt ihr nicht den Scheiß, dass ihr euch das antun müsst. Ist ein bisschen doof, weil waren echt coole Folgen dabei, echt coole Sachen, weil wir uns da richtig mit dem FBI eingelegt haben und noch ein paar andere Sachen. Wir wissen, wie Ranch ohne Maske aussieht und. Also viel zu sehen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, dass das nicht nochmal passiert. Ich muss mal gucken, warum klingt denn meine Tonspur bei Shadowplay so scheiße. Aber ich kann es leider nicht ändern. Danke für euer Verständnis. Ich wollte euch nur kurz vorher dieses Infovideo raushauen. Und trotzdem, habt Spaß. Gebt mir einen Daumen nach oben. Bis dann. Ciao. Ah, keine Ahnung. Ich weiß, wie das Ding angeht. Ich weiß, wie das Ding ausgeht. Also ich habe jahrelang wirklich, ich glaube, oh, keine Ahnung. Seit 2004 oder so habe ich nur Apple benutzt. Also mein erstes war so dieses erste weiße MacBook. Und seitdem wirklich nur Apple. iMacs, MacBooks, ich hatte 3 iMacs mittlerweile. Also ich weiß gar nicht, wie viele MacBooks ich hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 MacBooks wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich bin, was das angeht, einfach ein absoluter Idiot, was Computer angeht. Ich mache die Dinger an, die funktionieren. Apple-Rechner musst du in der Regel nicht irgendwie neu aufsetzen oder irgendwas machen. Also das habe ich zwar auch mal regelmäßig gemacht, aber einmal so im Jahr. Und mit PC kenne ich mich eben gar nicht aus. Und ich habe eben am Anfang einfach immer alles, okay, alles querfeldein so ein bisschen installiert und das irgendwie funktioniert alles nicht mehr so wirklich. Also jetzt so nach einem Jahr. Jetzt nach so einem Jahr treten eben so die ersten Probleme aus. Wenn ihr überlegt, was für Betriebsleistung und Betriebszeit mein Rechner jetzt mittlerweile hat, der läuft ja auch ganz viel. Und deswegen will ich den jetzt am Mittwoch, bei uns hier gibt es einen PC-Service, die setzen wir den komplett auf, dann wird er noch ein bisschen umgebaut, da kommen noch mehr Arbeitsspeicher rein, dann kommt eine zweite SSD-Festplatte rein. Ja, also das ist so das Ziel, was jetzt gemacht wird. Also das war jetzt so der Plan. Warum steht das auch jetzt da oben, ey? Total ist unsinnig. Gegen was bin ich gegen die Fässer hier gefahren? Vorsicht, Leute! So, dann müssen wir nochmal kurz auf die Map gucken, damit wir das auch nicht verpassen.
Ja, wie gesagt, da wird der Rechner nochmal komplett neu aufgesetzt. Videos habe ich genug produziert. Wie sie einfach weggeht. Den beiden habe ich jetzt schön den Abend versaut. Wie gesagt, dann kommt eine zweite SSD-Festplatte rein. Wahrscheinlich nur eine 256er. Auf der lasse ich dann das komplette... Ich habe ja dann 500er drin im Moment. Auf der lasse ich dann... Oh, auf der lasse ich dann nur das Betriebssystem laufen, mehr nicht. Und auf der 256er werde ich dann die ganzen Spiele, die eben primär wichtig sind, auf einer SSD laufen zu lassen, installieren. Und dann schaue ich mal weiter. Weil ich habe nämlich zum Beispiel eine Zeit lang, habe ich das nicht mitbekommen, da haben zum Beispiel, ich glaube, Origin oder so, oder eins, also die haben immer ihre Spiele auf C, also auf der SSD installiert und dadurch und hier und jetzt kriegst du nicht alle Fäden wieder gelöscht. Und es ist manchmal ein bisschen nervig. Ich will mal gucken. Ich brauche nämlich echt mal so ein. Gott sei Dank gibt es Inwald. Hätte fast den Geburtstag meines Vaters vergessen. Also muss ich. Vor dir? Hallo? Wir brauchen einen Krankenwagen. Sofort! Okay, ich kann dich nicht hacken, weil da irgendwie. Aber da steht irgendwie ein Fahrzeug, was ich nutzen kann. Aber da gehst du weiter. Okay. Noch eins höher? Ja. Okay. Nein. Oh, Gott sei Dank. Das war auch verkehrt. Oh. Das ist doch ein bisschen anstrengend. Oh. Okay, warum du eine Knarre brauchst, weiß ich nicht. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Okay. Jetzt müsste es ja theoretisch hackbar sein. Wo war denn der? Oh, meine Schuld. Sorry. Das ist aber ein netter. Ein Forschungspunkt. Nice. Mein, eigentlich ist es dumm für einen Forschungspunkt so eine Arbeit. Aber ist egal. Was wir aber bräuchten, da muss ich mich nochmal genau beschäftigen, wo es die hergibt. Sind es nicht genug Forschungspunkte? Nee, das war das nicht. Kerndaten. Was geht denn hier ab? Wer parkt denn hier sein Auto so beschissen, Leute? Ey, das kann doch nicht sein. Sowas kotzt mich an. Keine Rücksicht auf andere. Oh, ist ja mein Auto. Ups. Nix. Ach, hier war das da auch, wo ich so gekotzt habe.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Nee, das ist hier unten. Was zum Teufel? Was zum Teufel geht denn hier ab? Taste. Wie kommt man da rein? Also manchmal, dieses Spiel verwirrt mich auf sehr, sehr vielen Ebenen. Da. Karaoke! Achso, weil ich die Musik ausgemacht habe. Warte mal. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt. Ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Da ist er wieder wach. Da sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns direkt von draußen. Hey! Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheißer platt! Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Ja. Yeah. Okay. Hey. Was geht mit denen hier? Ich bin verwirrt. Was geht hier ab? Wie kommt man an diese Sachen ran? Ah, so. Okay. Das war einfach. Na, dann nehmen wir den hier unten auch noch mit. Ich frage mich, wie die da unten reingekommen sind. Ich hab keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Warte mal, doch, hier kann er doch. Oh, nee. Es ist eine gute Frage. Thank you.
Ja, aber ich komme nicht darüber. Egal. Es ist ein scheiß fucking Einforschungspunkt. Da kümmere, mach ich lieber eine Mission, da kriege ich mehr. Manchmal ist es sehr ermüdend. So, hier stand... Die Karre steht immer noch hier. Ja, ich fahre ja schon weg. Fährt doch keiner vorbei. Ich weiß nicht, wem das Auto gehört, aber ich fahre es mal weg. Ist das in Ordnung? Achso, ich kann ja in dem... Im Auto kann ich ja nichts machen. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Sie haben hier keinen Zutritt. Das hier ist Sperrgebiet. Oh Mann, wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Ich würde sagen, Regierung. Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher. Verdächtigen einkreisen. Ey, du willst mich doch verarschen. Was? Licht aus, Freak. Alter! Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Ich muss in Deckung! Verdächtiger getroffen! Wurde auch Zeit. Hinter mir. Hab ihn erwischt. Schüsse an meiner Position. Was geht denn hier ab? Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Ha, absolut. Alter. Von da, der muss weg. Marcus, wir sind durch. Hau schleunigst ab. Gib endlich auf! Wir brauchen dringend einen Krankenwagen. Na los, sei er da! Ich bin weg. Können mich da hier unten gar nicht entdecken. Ist er nicht? Alter, kommt mal klar mit eurem Leben, ey. Scheiße! Officer Bell! Und schon wieder ein Hul. Verdächtiger
Ja, natürlich macht er das. Ihr habt doch angefangen mit der Scheiße. Zentrale, wir brauchen Verstärkung. Over. Komm mal raus hier. Brauchen wir dein Auto. Dumm, ich hab einen Verfolger. An alle, den Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Das ist gar nicht wahr. Zentrale, hier spricht PH2. Sind jetzt auf dem Weg zum betroffenen Gebiet. Es kann ja wieder was werden. Krass, wie der Sound sich im Tunnel ändert. Verdammt, ich brauche Hilfe! An alle, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Zentrale, nehmen erneut Verfolgung auf. Es bringt alles nichts. Muss, Der lässt nicht locker. Ja, macht er nicht. Keine Spur von Verdächtigen. Wir schauen nochmal. Alter, ich hab 5 von diesen. Ja. Wir haben den Verdächtigen gefunden und nehmen die Verfolgung auf. Nee, macht er nicht. Was? Mach das doch nicht! Gibt doch noch wieder Schmerzen. Dann weinen wieder alle. Zentrale, haben die anderen Einheiten noch Sichtkontakt? Er könnte sich in einem Parkhaus verstecken. Haltet die Augen offen. Mission abgeschlossen, okay. Wow, jetzt nicht gerade wieder in ein Gebiet rein, wo ich nichts zu suchen habe. Gerade extremst eskaliert. Hemd mit Knöpfen. Okay. Jetzt sollen wir wahrscheinlich wieder zurück ins Hackerbüro, aber das machen wir dann nächste Folge. Mensch, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann! Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. Branch? Branch? Verdammt. Dann mal auf ins Café. Na gut. Wir machen aber hier Feierabend. Marcus, wir versuchen Horatio. Er antwortet nicht und sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. Wir müssen, warum auch immer, dahin. Wench im Café treffen. Okay. Nein! Es gibt Gerüchte über einen gewalttätigen Kriminellen in ihrer Ich hab doch gar nichts gemacht! Wir sind zu viele, geben Sie auf! Ach komm, ich hab jetzt keinen Bock jetzt vor denen zu flüchten, er schießt mich. Ich ergeb mich! Ich ergeb mich! Suche Deckung! Ach, was geht hier schon wieder ab? Ach komm, schlecht mich an. Diese Der Verdächtige kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus. Die sind noch zum Kacken zu doof. Zentrale, wir sind ihm wieder auf der Spur. Over. Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Was ist denn hier los? Ach, das sind die... Was soll
Die sind doch einfach zu dumm, die Bullen, ey. Ich bin weg. Macht doch, was ihr wollt. Interessiert mich gerade gar nicht. An alle, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Alter, was sind denn hier oben? Oh. Kann doch nicht sein, ey. Mal unabhängig davon, dass die Bullen strunzdumm sind, weil sie einfach an mir vorbeifahren und das Auto steht hier verkehrt rum im Tunnel drin. Also ich wollte das jetzt mal testen. Alter! Alter! Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und da kommen die nächsten. Ey, das kann doch nicht sein. Ey, mal ganz ehrlich. Also, dieses... Ach komm, komm, tötet mich doch jetzt einfach mal. Hier. Schnauze voll. Hier. Hoffe ich doch. Hier. Ja. Schnauze voll. Scheiß Bullen. Ja, bist du stolz drauf, oder was? Bitch. Eieieiei. Okay, das wollen sie nicht. Rückkammer. Dann kriegen sie das. So. Auto auf Abruf. Letzte. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Guten Tag. Au, danke. Dafür nehme ich mir jetzt ein geiles... Alter! Dann nehme ich mir dein Auto. Raus hier! Okay, ganz ruhig. Okay, wir sind unter leichter Beobachtung. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall irgendwelchen Bullen begegnen. Oh, jetzt ist wieder alles clear. Ging ja schnell.
ja geil. Ein Lampo oder so. Dann würde ich mal sagen, sind wir da. Könnte mal jemand sein Auto hier wegfahren? Steht ja auch mitten auf der Straße. Total unauffällig sitzt er hier mit seiner Maske. Ob wir jemals sein Gesicht sehen werden? Dir gefällt's hier, hm? Das Essen ist durchschnittlich. Oh, er ist in Love. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil... Na, weil... Hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Oh. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Warte, auf eine Tasse Kaffee. So schnell geht's. Mag einfach mal fragen. Wrench is in love. Das kann manchmal so einfach sein. Wähle Meet Chauffeur in der. Okay. Meet Chauffeur. Da. Ich wusste gar nicht, dass es da einen zweiten. Kann ich, dass es da noch eine zweite Seite gibt. Mädel, da stehen so schöne Autos. Und du glaubst ausgerechnet das. Ah, du gefällst mir. Okay, da ist Mietchauffeur. Mal, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon gerade gesagt habe, dass diese App wahrscheinlich sowas wie Uber ist oder so. Ich hab's ein... Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Nice. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden.
Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig? Gut, dann hätten wir das hinter uns. Also woher? Ich finde die Stimme sehr angenehm, muss ich sagen. Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Okay. Wir sind da. Macht $14.33. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallums. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich krieg dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. LOL. Oh Gott, ich muss auch für dieses LOL so sagen. Und du? Wieso haben wir eigentlich für so eine Sache schon Follower gewonnen? Neue Dezept-Mission. Okay. Beobachtet. Auf Karte verwirrt, da müssen wir hin. Da können wir mit schnell reisen. Ja, ist ganz gut, dass diese Hauptquartiere überall gibt. Da muss ich nicht immer quer durch die Stadt fahren. Die haben mittlerweile richtig viele Immobilien hier. Wie immer so vor der Tür steht, so halb verzweifelt. Wo war das hier eigentlich? Okay. Booking Gym. So, gibt's hier ein schönes Auto? Es ist krass, aber wir müssen konsequent sein. Ich sag's echt nur ungern, aber wir haben... Entschuldigung, Nase hat gekrabbelt. So. Was haben die denn schon wieder für ein Problem, ey? Ja, dann müssen wir jetzt mal gegen das FBI vorgehen. War das eigentlich eine Hauptmission? Ich glaube, das war eine Hauptmission, ne? Ups. Oh, jo. Ey. Was geht denn immer mit denen? Ist ja völlig Palle. Hier ist Fred. Voll oldschool, ey. Total quadratisch. Total quadratisch. Ah, das ist FBI oder was? Da müssen wir jetzt rein. Das kann ja was werden. Ich stelle gerade fest, dass ich den Stick gar nicht reindrücken muss, sondern einfach nur nach vorne einmal und dann rennt er. Komisch. Sesam, öffne dich. FBI.
ins Management? Ich muss aus diesem... Tut mir leid. Bitte Kohle machen? Kann man machen, cooler Fahrstuhl. Okay, Marcus, die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, M. Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Senderempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Senderempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Hey, Frank, was zur Hölle? Sorry, ich hatte es eilig. Ja, aber das ist doch total schlampig, Mann. Okay. Wieso suchen die mich schon wieder? Ich kann mich doch gar nicht entdeckt haben. Junge, du kannst wieder aufrecht gehen, hier ist keiner. Kannst auch übertreiben. Schlecht für den Rücken. Ach du Scheiße. Das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Ach du Scheiße. Ach nö. Naja, ging noch schneller als ich dachte. Ich glaube, wenn man so einmal im Spielfluss drin ist, funktioniert das ganz gut mit dem Hacken. Bereit. Cool. Warte, ich verfolge den Datenfluss. Ich hab Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay, ich habe ihn auf deiner Karte markiert. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Gut, meine Lieben, wir sind jetzt... Da ging's runter. Nix, bin doch schon weg. Oh, sind ja überall Wächter. Das endet doch wieder in der Schießerei. Das endet doch wieder in der Schießerei. Du dahin, genau. Vielleicht schaffen wir es mal einmal ohne eine Schießerei. Ja.
Kann ich irgendwas hacken? Nein, der kommt. Oh, das hat wehtun. Mach hin. Ah, oh Gott, sie ist stehen geblieben. Gott sei Dank. Schade, dass ich Leichen nicht wegräumen kann. Mit ihm da drin. Ah, oh, Scheiße. Dreh dich um. Verschwinden Sie hier! Die Verdächtigen feiern eine Party. Verschwinden Sie hier! Alle Haupt. Okay. Ich gehöre hierher. Ausschwärmen! Sucht ihn! Wieso jetzt Alarm? Oh, wenn das jetzt erschossen werde. Desto angepisster sind wir. Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, Hauer! Wir haben die Position nicht. Ich habe eine Frequenz. Los! Du gehst auch wieder raus. Sie kann nicht entkommen. Lass dich mal an. Ja! Echt? Wo kommen Sie denn her? So, könnt ihr euch jetzt wieder entspannen? Lasst euch nicht von ihm überraschen! Ich weiß nicht, wie die mich entdeckt haben. Ja.
Bereich gesichert. Gehe weiter. Ihr seid so dumm, ey. Bevor sich DedSec angeschlossen hat, fiel Ranch vor allem mit Cyberangriffen mit zweifelhaft humoristischem Inhalt auf. So wurde Website-Text in der Besprüche... Sind das viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Diese vorpubertären Anwandlungen änderten sich, als er weiter bei DedSec eingebunden wurde. Er operiert jetzt in einem Team und hat politische oder unternehmerische Ziele im Visier. Das Individuum gilt als gefährlich. Sein, er ist weg. Ja, dann geht doch auch endlich mal. Und verpisst euch doch endlich mal. Geht Donuts essen. Ich trau mich da irgendwie nicht. Ach, das ist schon der nächste. Da drüben. Auf dem hier ist ein Eindringling. Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Es war so klar. Weil ich in diesen scheiß fucking Raum da nicht reinkam. Pass bloß auf, Marcus. Ich empfange eine Menge Bewegung. Das FBI wird dich erwarten. Ach nee. Ganz schlauer. Wir finden ihn. Naja. Komme ich nicht raus. Guck mal, wie viele da sind. Alter, wie viele sind denn da? Könnt ihr euch jetzt mal verpissen, bitte? Ich kann nur mit Schießerei da durch. Warte mal, wenn ich die mal scanne. Oder so. Schaut überall nach! Wo da? Bleiben Sie, wo Sie sind! FBI! Komm ich hier nicht raus? Oh nein! Ah, es war doch so klar. Ah, scheiße. Die da unten habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Wo rennt die hin? Weg hier, weg hier, weg, 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 weg.
Lauf, 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 Junge, lauf. Oh, Markus. Lauf doch mal, Junge. Oh, lauf! Da kommt die Bullen. Lauf, fick. Verdammte Axt, Junge. Lauf. Was ist denn, dass er nicht läuft? Gott sei Dank. Puh, Alter, total schwitzige Hände gerade. Stieg hier denn gerade ab? Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay. Ich habe noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte. Okay. Da. Wir kommen zu spät. Ja, das sag ich auch mal. Auf Arbeit. Wir kommen zu spät. Patient war bereits tot. Ich check die Vitalzeichen. Sieht aber nicht gut aus. Patient war bereits tot. Ich check. Dann checkt er erst. Könnte ich mal ein ordentliches Auto haben hier irgendwie? Oder. Auf Abruf, Stellung. Nee. Da steht er auch noch 100 Meter weg. Ja, ich würde nämlich die eine Mission gerne noch in der Folge machen. Patient bereits tot. Ich check die Vitalzeichen. Das sollte man vorher machen. $7. Oh Gott, wir haben schon 187.000 wieder zusammen. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen Klamotten kaufen gehen. Ich glaube, für mehr können wir das Geld ja gar nicht mehr ausgeben. Waffen haben wir, die wir brauchen. Aber Nase juckt schon wieder. Das war vielleicht das falsche Auto für die Aktion. Ich frage mich, wie man neue Autos freischalten kann. Na komm, die machen wir noch mit. Die Mission machen wir noch mit. Platziere ein. Hey, Wrench. Ich hab hier gleich den dritten Punkt. Los, beeil dich, Mann. Wie ist es mit der Kellnerin gelaufen? Gehen auf ein Konzert nächsten Donnerstag. Cool. Ja, die scheint echt in Ordnung zu sein. Nicht wie... Sofort stehen bleiben! Ich mach überhaupt nichts! Auf den Boden! Jetzt! Ich geh mit der Katze Gassi! Wrench? Wrench! Shit! Haben die gerade... Sitara, Wrench ist weg. Das FBI hat ihn. Hab ich gehört. Scheiße. Gib mir seine letzte Position. Hat keinen Sinn. Sie bringen ihn in das Versteck. Du musst die Triangulation beenden, um herauszufinden, wo er ist. Beeilung. Okay. Komm schon. Komm schon. Ich muss das schaffen. Komm.
kommt der denn her? Hä? Okay, also mach's mal so. Gehe ich auf den? Okay. So. So kann man es machen. Tuck, 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 tuck. Sendeempfänger platziert. Triangulation läuft. Es ist die alte 16th Street Station. Mal sehen, was da läuft. Hack dich in die Sicherheitskameras. Ich hack mich rein. Bin ich mal gespannt. Ist das so ein Roy Orbison-Ding oder was? Also, mein Dad hat gesagt, Roy hat die Brille getragen, um sein Lampenfieber zu überwinden. Okay. Ich stelle eine Frage. Ist die Antwort ja? Dann gehen Sie als freier Mann mit der Maske. Wer zum Teufel ist Roy Orbison? Ist die Antwort nein, dann bleibt die Maske weg. Sie gehen in den Knast und bleiben genau der, den Sie im Spiegel nicht sehen wollen. So sieht's aus. Sie sind Mitglied von DedSec. Fakt. Sie legen sich mit dem Staat an. Fakt. Sie werden als Staatsproblem behandelt. Fakt. All diese Punkte zusammen eröffnen mir eine Reihe von Optionen. Sie sind ein feindlicher Kämpfer. Das heißt terrorhaft. Guantanamo eventuell. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Sie helfen mir mit DedSec. Bringen mir Ihre Zero Days und Infos über die gesamte Gang. Sie bringen mich rein. Okay, sehen Sie. Im Moment bin ich für Sie der Gott. Geben Sie mir was. Bringen Sie mich auf eine Spur. Namen, Adressen. Ich schwöre Ihnen, Sie wollen mich auf Ihrer Seite. Sie können nicht! Ich habe ihm gesagt, dass er seine Zeit verschwendet. Sie gefährden diese Untersuchung. Sie haben hier nichts zu sagen. Nichts! Dann nur zu. Sagen Sie es dem Boss. Rufen Sie Chief Agent Monroe an, und zwar jetzt. Dummes Schwein. Was zur Hölle ist los mit Marcus? Ich meine, er ist doch nett, fehlgeleitet, aber was soll's? Er kann dich vor dem, was noch kommt, nicht mehr beschützen. Das FBI will ein Exempel an ihm statuieren. Ich meine, dafür sind sie ja da. Schade drum. Aber du... Du kannst dich entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du einsteigst oder ob du überrollt wirst. Sie machen alles, was wir gegen diesen Kerl in der Hand haben, unzulässig. Entschuldigung. Weil es Agent Fuentes so schwerfällt, die Dinge langfristig zu betrachten. Du kannst jetzt gehen. Erzähl deinen Freunden von dem Deal. Wenn das FBI sie in Ruhe lassen soll, müssen sie nur zu mir kommen. Ja, zu mir! Ansonsten... wird es ziemlich hässlich. Nein, 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 nein. Nope. Ich finde, es ist Zeit, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Wie ein großer Junge. Und der Welt zu zeigen, was du wirklich bist. Arschloch. Ich lasse euch zwei Turteltäubchen dann mal allein. Bringen Sie ihn raus. Ordentlich. 110 Millionen macht er im Jahr.
Ich hasse dich. Hallo? Oh, verdammt, ihr Drecksschweine! Ich hol mir diese Maske zurück! Wrench? Ich bin hier. Ich hol dir deine Maske zurück. Du hast das gesehen? Niemand behandelt dich so. Nein, Marcus, Mann. Du hast jetzt echt wichtigere Sachen zu tun. Scheiß drauf! Ich pass auf dich auf! Ach, scheiß Falls, den ganzen Weg hier, egal. Können wir noch ein bisschen quatschen. Jetzt bin ich auf dem Weg zum FBI, um seine Maske da rauszuholen. Und dann müssen wir das FBI. Interessanterweise arbeitet das FBI mit dem Chef von Plum zusammen. Der 110 Millionen Dollar im Jahr verdient. Na klar, das geht. Ja, und jetzt? Tschüss. 16th Street Station. Die Maske muss hier irgendwo sein. Krass. Ehemals freiwillige Kopper bei der Polizei. Bin ich dumm, also kannst du dich mal jetzt umdrehen? Es wäre richtig toll, wenn du dich da oben umdrehen könntest. Jetzt kommt er hier raus. Das war knapp. Das war knapp. Hab sie. Wenn wir schon mal hier sind. Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Wieso jetzt auf einmal? Kann mir das mal einer erklären, wieso die mich auf einmal entdecken? Kann mir das jetzt mal bitte jemand erklären? Wieso entdecken die mich auf einmal? Ich gehe die ganze Zeit sneaky vor und auf einmal... Die Maske muss hier irgendwo sein. Ich gehe übelst sneaky vor und auf einmal entdecken die mich? Thank you.
Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Deswegen, ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Und jetzt entweder... Ich glaube, ich habe meinen Controller gerade so ein bisschen zerstört. Die Maske muss hier irgendwo sein. Es ist zum Kotzen. Wieso entdecken die mich auf einmal? Ich gehe voll sneaky daran. Aber nö, braucht man ja nicht. Also das ist... Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Ich schalte es jetzt einfach mal alle aus. Hier ist ein Eindringling. Das war dumm. Na, vielleicht kann ich entkommen. Ich schalte die jetzt einfach mal alle nach und nach aus. Und tschüss. Waren es nur noch drei?
Scheiße, der hätte da reinlaufen müssen. Der kann Verstärkung rufen. Nein! Es gibt Berichte über einen Oh nein, das ist ein gepanzerter. Nein, das ist ein gepanzerter. Oh nein, der ruft natürlich jetzt Verstärkung. Nein, das kann's doch nicht sein! Es waren noch zwei Verfickte von denen. Erst noch zwei Mann. Die Maske muss hier irgendwo sein. Nein, diesmal war es meine Schuld. Ah, jetzt habe ich jetzt einen Alarm da ausgelöst. Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Dämliche Streiche. Ohne Alarm. Das ist natürlich doof, dass... Könntest du auf der Leise sterben. Wo gehst du hin? Von oben runter? Wo? Wo? Ich muss mal... Na, du nicht. Okay. Der letzte, gell? Ja, da oben ist noch einer. Das ist der da oben auf dem Dach, den hatte ich vergessen. Ich kümmere mich ja schon um dich. Keine. Der kommt da runter. So. Das dürfte er jetzt. Scheiße, das ist der, den ich nur so getroffen habe. Schaut euch um, hier ist jemand. Nur so ausschwärmen und suchen. Es geht natürlich gar nicht, dass du wieder aufstehst, mein Freund.
Habe ich das nicht schon? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt neue kommen oder ob wir das jetzt hingekriegt haben. Ich schicke euch jetzt ihr Zeug. Oh Mann, wir sind nicht allein. Die sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist ihr Plan. Code 3, Einheiten in der Nähe. Fahren Sie zum Ort des Alarms. Notruf. Worum geht es bitte? Wir sollten hier weg. Scheiß auf die Kohle. Er geht nicht ins Auto rein. Er geht nicht ins Auto rein. Also manchmal macht der Junge mich echt fertig. Oh Gott, jetzt haben wir es doch mal geschafft, endlich. Geschafft. Geschafft, geschafft, Fresh, geschafft. Bleib da. Ich bring dir dein Zeug zurück. Gib Wrench seine Maske zurück. Ah, da kommt noch was. Oder? Bin begeistert. Müssen wir da hinlaufen oder was? Ja, so ein Fußmarsch ist auch manchmal ganz gesund. Du musst doch einen Stick reindrücken. Also manchmal irritiert er mich ein bisschen. Fanny, warum hört er manchmal immer einfach mal auf zu rennen? Manchmal rennt er durch, zum Beispiel jetzt. Und ich halte die ganze Zeit den Stick drin. Da steht ein Auto, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann markieren wir das mal schnell hier. Wo ist es denn? Da. Eieiei. Da kann ich ja wieder ins Auto einsteigen. Manchmal ist es echt komisch. Naja, beobachte mich mal. Aber... Warum soll ich denn da außen rumfahren? Ist ja viel kürzer der Weg hier. Die Karre darf ruhig mal ein bisschen schneller fahren. Hört ihr das? Ich glaube, der ist ein bisschen fertig.
Alter! Ich wollte doch nur dein Geld klauen. Ich hab dich doch anvisiert. Nein! Wieso geht das nicht? Was ist denn da los gerade? Oh, jetzt. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Also diese Karre macht mich gerade fertig. Kommen wir da hoch? Oh, manchmal ist es echt ein bisschen mühselig. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Manchmal ist es echt mühselig. Da. Die Frage ist immer noch, wie kommen wir da hoch? Wir nehmen einfach die Treppe hier. Was haltet ihr davon? Wir nehmen einfach die Treppe hier. Wir machen es einfach mal nicht so kompliziert. Klauen dir mal noch dein Geld da unten. Manchmal ist es sehr, sehr einfach. Hat er eigentlich mit dem Edding seine Sachen auf die Arme gemalt? Ach, deswegen hat er die Maske. Tut mir leid, dass du da durch musstest, Mann. Dieser ganze Scheiß, den Dushan erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Ich weiß. Er will uns bloß auseinanderbringen. Das werde ich nicht zulassen. Hör zu, er hat das FBI auf der Kurzwahltaste und wird uns echt zusetzen, also brauche ich euch alle. Wir schaffen das nur alle zusammen. Er hat ein Feuer mal. Das sind wir. Danke, Marcus. Ja, da nicht für. Das FBI hat Hacker gezwungen, sie mit Hacking-Software für ihre eigenen Zwecke zu versorgen. Mit dieser Software umgeht das FBI das Rechtssystem und erhält ohne Aufsicht oder Kontrolle Zugang zu euren privaten Daten. Das FBI hat ein DedSec-Mitglied rechtswidrig festgehalten, um uns zu zwingen, auch für sie zu arbeiten. An das FBI. Dies ist kein Polizeistaat. Ihr seid keine Geheimpolizei und unsere Verfassung existiert nicht nur zum Spaß. Wir haben euren Plan, Hacker zu erpressen, entlarvt. DedSec beobachtet euch weiterhin, zum Wohle jedes einzelnen, freien Bürgers. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Nice. Mission abgeschlossen. Gut, dann obligatorischen Follower bitte noch. Nice. 242.000. Kann man machen. Oh, schade. Fettsack-T-Shirt. Joa, wir haben... Die letzten Folgen waren echt interessant. Wir haben, sind beim FBI eingedrungen. Wir haben...
Wrench ohne Maske gesehen. Wir wissen jetzt nun auch, warum er keine Maske hat. Das war echt sehr interessant, fand ich. Oh, sorry. Ja, doch nicht viel. Kitchengados. Scheiße, Mann. Das ist hier unten. Es ist da unten. Gerade nicht habe ich gerade nicht aufgepasst. Tut mir leid. Also wie immer. Dieses Geräusch immer. Dumm. Okay, was hast du für mich, Junge? Ich checke Blooms Verbrechensprognose-Algorithmus. Wollte mal nachschauen nach dem WKZ-Debakel. Die Grafik hier zeigt die Einstufung von Gebieten als unbedenklich, hohes Risiko oder Schießbefehl erteilt. Also diese Gebiete oben in Oakland. Hohes Risiko. Das ist Gangrevier, ergibt Sinn. Oh, aber die hier? Das, mein Freund, ist CTOS komplett ohne Make-up. Ach du Scheiße. Das gilt für Schulen, Kliniken, Läden, überall Schießbefehl? Das sind Sozialwohnungen. Ich meine, das sind die Leute, für die San Francisco viel zu teuer ist. Wo zum Teufel sollen sie denn sonst hin? Halt an dieser Wut fest, Marcus. Wir werden sie brauchen, wenn ihr euch Blumen kauft. Ja, das kriege ich hin. Du hast recht. Das ist systematisches Unrecht im höchsten Grad. Du hast's entdeckt, Josh. Also, Ray hat mir bei der Firewall geholfen. Ohne ihn hätte ich die... Du hast es allein geschafft. Gute Arbeit. Hey. Ein systematischer Fehler, ich weiß. Das kotzt uns alle an. Etwas von meinem scheiß Code läuft in diesem Monstermann. Wenn CTUS die Cops mit einer Schießerei rechnen lässt, werden die bestimmt auch nicht lange fackeln. Im Klartext, fang keine Kugel. Jetzt weiß ich's. Danke, Mom und Dad. So, was sollen wir machen? Hey, ich bräuchte Infos. Kann ich vorbeikommen? Klar, aber dann müsstest du schon zu mir kommen. Hab einen Termin, den ich einhalten möchte. In dem alten Viertel? Ha, genau da. Alles klar, bin bald da. Wir hätten eigentlich mal neue Klamotten hier. Das machen wir jetzt nicht. Uns mal neue Klamotten beschaffen können. So, dumm. Mal raus. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ist immer sehr leicht. Sehr verwirrend, weil es mittlerweile echt viele Hauptquartiere sind. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den hier. Geh weg. Guck nur auf dein dämliches Handy, ey. Ein bisschen auf den Verkehr achten, mein Freund. Das ist super. Wir haben gerade einen Keil zwischen Bloom und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet.
Wenn die zu eng mit Dushan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Warum? Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. Jetzt geht's. Warum kann ich das nicht aus dem Auto heraus? Manchmal. Also manchmal backt's echt ein bisschen rum. Und ich habe einen Stern. Ich weiß nicht warum. Na gut, ich habe ein bisschen was in die Luft gesprengt. Ab, ey. Nein, ist natürlich kein gefährliches Gebiet hier. Hey, sind wir hier sicher? So sicher wie jeder andere auf diesen Straßen. Aber du solltest nicht zu lange in Oakland rumhängen. Nicht mit deiner Akte. Du meinst die Lüge, die in der Akte stand, oder das, was ich eigentlich mache? Wir haben hier den klassischen Fall, dass Cops und Einbrecher zusammenarbeiten. Die 580s taten diesem Viertel mal gut. Jetzt springen sie, wenn die Polizei es sagt, da sonst ihre Familien ausziehen müssen. So können sie nicht leben. Aber anders können sie auch nicht leben. Verstanden. Und ich werde das regeln. Ich muss gehen. Pass gut auf dich auf. Greif auf das Sicherheitssystem von CTOS. So, okay. Josh, ich bin hier. Wonach soll ich suchen? Nach einem ganz normalen CTOS-Server. Wahrscheinlich klebt er an einer Hauswand wie so ein kleiner Parasit. Reizend. Das ist Action hier. Ich wühle mich gerade durch die Daten. Offenbar stellen die 580s ein Fahrzeug ab, das die Polizei dann abholt. Ist jedes Mal ein anderes Auto. Die Cops ziehen diese Schmuggelsache direkt unter CTOS durch. Sind als undercover markiert, nicht verfolgbar. Wir müssen uns also auf greifbare Beweismittel verlassen. Wir brauchen das Auto. Ich schicke dir eine Übersicht, wer wann an welchem Ort ist. Schau es dir an. Du solltest das Mosaik jetzt sehen können. Okay. Das ist dann wohl mein Auto. Okay, ich glaube, ich habe langsam den Überblick. Siehst du was, was sie ablenken könnte, während du dir das Auto krallst? Da fallen mir ein paar Dinge ein, ja. Warte mal, bereite einen Hinterhalt für sich nähernde Bedrohung. Du kannst Hinweise zu Wegen und gegnerischen Positionen stellen, werf Elektroschockgerät oder Setze um. Okay, alles klar. Oh, Dezent kompliziert. Okay, ich bin bereit. Sie kommen, also versteck dich schnell. Viel Glück, Kleiner. Das ist das Auto. Jetzt muss ich es nur in einem Stück rausbringen. Huh?
Gott. Zum Teufel ist er hin? Schön sachte. Ach, da kann ich raus. Okay, ich bin raus, aber tut mir einen Gefallen. Ich muss mich hier oben noch um was kümmern. Sucht mir einen sicheren Parkplatz für das Ding. Ich bring diese heiße Karre nach Hause. Pack sie bei der Brücke nach Frisco. Ich komm dann so schnell es geht. Danke, Mann. Ich sehe gerade gar nichts, irgendwie ist so dunkel. Bum, bum, bum. Entkommen. Gut, hinterlasse. Dann müssen wir das Auto natürlich doch dahin fahren. Achso, es ist schon markiert. Sehr gut. Da haben wir ja souverän geleistet, erledigt. Geleistet, erledigt. Das mit dem Hinterhalt ist gar nicht so uncool. Ich muss vor allen Dingen mal ein paar mehr Kerndaten sammeln, dass ich mich mehr skillen kann. Ich muss auch mal drauf achten, mich jetzt explizit danach suchen, aber wenn wir jetzt irgendwo so ein grünes Ding sehen, dass wir uns das sofort mitnehmen. Die schwarzen sind Forschungspunkte und die grünen sind Kerndaten. Wrench. Du kannst das Auto jetzt abholen. Verstanden, Mo-Kapitän. Meine Dokumentationskamera ist einsatzbereit. Mission abgeschlossen. Ups, tschö. So. So, ist die Mission jetzt fertig? Nee. Hallo, Stadträtin. Marcus, was verschafft mir die Ehre? Wir müssen reden. Inoffiziell. Wir treffen uns unten am Ufer, südlich meines Büros. Bin unterwegs. Was ist denn das hier auf der Minimap hier direkt daneben? Was ist das denn? Achso, das ist Hauptmenü. Warum? Also hier direkt um die Ecke. Das war russisch. Klingt komisch, ist aber so. Mal schauen, ob ich die 200.000 heute noch voll kriege. Ja, Forschungspunkt ist langweilig. Ich brauche Kerndaten. Entschuldigung. It wasn't me. It wasn't me. Scout X in der Nähe. Maskierter Musiker. Lass das gefälligst. Also, fick dich. Da ist er doch. Weiter, na los, los da. Na, falsche Taste gedrückt. Keine Ahnung, was für Tasten ich gerade gedrückt habe. Danke. Wenn's da ist, nehmen wir's mit. Gibt alles Follower. Ja, also ich hol noch eine Sache.
Mal schauen, wie Mirinda uns wieder helfen kann. Das ist ja echt Film-Noir-mäßig. Was ist los? Das OPD. Letztes Mal, als die so korrupt waren, kamen sie unter staatliche Aufsicht. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal? Ich dachte, die Sache wäre geregelt. Was hast du gefunden? Cops, die Verdächtige erschießen. Beweise unterschieden. Stehlen und lügen und das System bescheißen, wie in alten Zeiten. Nur, dass jetzt CTOS ihr Alibi ist. Ermessensspielraum. Gut, bring mir Beweise, dann unterstütze ich euch. Das OPD ändert sich wirklich, Markus. Glaub mir. Für mich und meine Freunde geht unsere Kommune über alles. Bullshit. Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Das Department hat immer noch Probleme, ja. Aber es hat auch seine Reformer. Wen beschützt du, Miranda? Die Kommune oder die Polizei? Markus, gerade du kannst doch echt nicht so naiv sein. Das Police Department und die Kommune, die es beschützt, kannst du nicht getrennt betrachten. Ihr wollt etwas verändern? Dann stoppt die Leute, die die Technologie als ihre Maske benutzen. Denn du und Datzek seid mit Sicherheit nicht die Einzigen. Und eine Lawine tritt man nicht am Fuß des Berges los. Das wird ungemütlich für deine Freunde beim OPD. Marcus, wenn sie sich unwohl fühlen, statt aufgebracht zu sein, sind das nicht meine Freunde. Ich mag sie. Josh, der Chief des OPD steckt hinter dieser Leute-Verarsche. Sag mir, dass du was hast, um ihn dran zu kriegen. Es wird einen Drogendeal geben bei einer Raffinerie im Norden. Und an den Docks im Südwesten ist irgendein Austausch eines Fahrzeugs geplant. Bisschen ans Bein. Das ist unsere Chance, unseren freundlichen Polizeichef aus seinem Versteck zu locken, um es gerade zu biegen. Großartig. Ich fange mit der Raffinerie an. Drogenhandel wäre ein ziemlicher Schandfleck auf seiner neues und besseres OPD-Fassade. Okay. Also ich finde auch diese, also ich finde bis jetzt wirklich das Spiel sehr angenehm. Ich war, als ich angefangen habe, dachte ich mir, Watch Dogs, der erste Teil hat mir so ein bisschen gefallen. Meistens sind ja die zweiten Teile nicht besser, aber ich muss mal ehrlich bis jetzt sagen, weil ich habe jetzt schon, keine Ahnung, wir sind jetzt bei Folge 40 oder so, ich weiß es nicht. Die haben vieles besser gemacht, also es gefällt mir. Es gefällt mir richtig gut. Selbst die Nebenmissionen sind überwiegend gut gemacht. Ich habe jetzt bis noch keine, wo ich so gedacht habe, scheiße. Oh, da hinten ist eine Maschine. Ich kann das einfach so locker wegspielen. Das macht Spaß. Ich weiß nie, bin ich jetzt gerade in einer Nebenmission, bin ich jetzt gerade in einer Hauptmission. Das Gameplay ist in Ordnung. Also, ich bin begeistert bis jetzt. Also, ich werde das auch so, also komplett durchzocken. Also alle Nebenmissionen, alle Hauptmissionen. Alle DLCs. Wie gesagt, mit dem Online muss man mal schauen, wie der Ankh Zeit hat, ob er das mit mir machen möchte. Aber ich bin echt begeistert von dem Spiel. Verdächtiger hat das Fahrzeug verlassen. Wir sind dran. VGH Gaming. Ich glaube, das war kein Spieler, gell? Ja, entschuldigt, dass ich vielleicht auch ein bisschen ruhiger bin. Es ist jetzt mittlerweile 3:30 morgens. Ich habe jetzt überlegt, durchzumachen, weil um 8 kommt ein Arbeitskollege kurz vorbei. Deswegen zocke ich jetzt die ganze Zeit und mache durch. Aber deswegen bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen ruhiger.
Alter Schwede, was geht mit dir? Nur zwei, drei Folgen werde ich bestimmt noch aufnehmen. Weil es spielt sich gerade so einfach so locker runter. Na, hey, ich bin bei der Raffinerie. Sei vorsichtig, das ist Bratwa-Gebiet. Aber wird von CTOS überwacht, richtig? Suche ich wieder nach einem Server? Sag mir, wenn du drin bist. Okay, aber ich würde mal sagen, wir machen mal hier eine Pause. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich sehe gerade... Ach du Scheiße, okay. Könnte sein, dass die letzten 5 Folgen der Ton ein bisschen scheiße war, weil ich... Ach du Kacke. Na egal. Ich schau mal. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.